Hallo, ich habe heute einen DM-Haul für euch und wie vielleicht einige von euch wissen, ich lebe in einer Stadt und die hat im Umkreis von tatsächlich 60 Kilometern kein DM. Und deshalb, wenn ich dann mal in einer größeren Stadt bin, dann eskaliere ich immer komplett da, weil es da einfach so viele coole Produkte alleine von Balea gibt, die ich halt normalerweise nicht kaufen kann. Und deswegen haben sich tatsächlich fast 85 Euro zusammengetan und als ich in der Kasse stand, dachte ich so, wow. Aber es waren tatsächlich alles Sachen, die ich brauchte, daher konnte ich nichts weglegen. Das Ganze habe ich heute nicht alleine gedreht und zwar mit der lieben Niki von Nikis Beauty Channel. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr am Ende auch bei ihrem Video reinschaut. Sie hat nämlich auch einen DM-Haul gedreht. Und damit ich jetzt gar nicht mehr lange quatsche und wir direkt einsteigen können, würde ich jetzt sagen, los geht's. Ich werde euch auch alle Preise einmal in die Infobox schreiben und wir fangen direkt an mit Teil Nummer 1. Und da jetzt ja bald schon tatsächlich Dezember ist und wie vielleicht viele von euch wissen, ich bin den halben Dezember nicht da, weil ich ab dem 14. Dezember in Australien sein werde, wollte ich aber doch irgendwie nicht auf einen Adventskalender verzichten. Und da haben Flo und ich tatsächlich eine super süße Sache von Alnatura gefunden. Und zwar ist das so ein Adventskalender-Tee. Da sind halt 24 verschiedene Advents-Tees drin, sage ich mal. Die sind auch an den Seiten einmal aufgelistet. Und Flo und ich haben gesagt, dann teilen wir uns das Ganze, dass jeder halt die Hälfte von diesen Tees bekommt, damit wir so eine, sage ich mal, recht schöne Adventskalenderzeit dann noch haben. Und ich finde diese Idee einfach total niedlich und es ist auch total einfach selber gemacht, wenn man mal für seine Eltern zum Beispiel einen Adventskalender machen möchte, einfach verschiedene Tees da rein zu tun. Dann habe ich doch jetzt nicht mehr davon abhalten können. Und zwar haben ganz viele über diese Maybelline-Palette gesprochen, die The Blushed Nudes. Und ja, ich habe sie jetzt gefunden und ich dachte mir, okay, Kuru, probierst du sie jetzt einfach mal aus. Und ich finde die Töne sehr schön. Sie erinnern mich sehr an die Naked-Palette, aber die ist doch so ein bisschen handlicher und vor allem um einiges günstiger. Und deswegen habe ich die hier dann auch mitgenommen und hoffe mal, dass die dann auch genauso gut ist wie die Naked-Palette. Bleiben wir nochmal kurz beim Make-up. Ich mache das jetzt hier alles bunt gemischt. Ich habe mir nochmal eins nachgekauft. Und zwar von Astor das Skin Match Protect, die Skin Match Protect Foundation. Die habe ich schon mal gehabt. Das heißt, es ist einfach nur ein Nachkauf. Aber ich fand die echt ganz gut. Und von daher dachte ich mir, okay, nimmst du die auch gleich mit. Und zum anderen eine Empfehlung von Nihan. Nihan und ich, wir waren vor kurzem auf einem Event zusammen. Frag mich jetzt nicht mehr welches. Und da hatte sie dieses Deo hier. Und ich finde das riecht so geil. Und das ist einfach nur von Balea so ein Anti-Transpirant 5-in-1 Protection ohne Alkohol. Und ja, ich fand das Rauch einfach total gut. Und ich habe es nur einmal kurz ausprobiert und hatte das Gefühl, es hat doch ein bisschen was gebracht. Und von daher habe ich mir das jetzt auch mal selber gekauft. Als nächstes, was bei mir eigentlich immer mitkommt, wenn ich in einem Drogeriemarkt bin, Masken. Und Flo und ich haben uns da eine ausgesucht, die wir auch nachher zusammen auftragen wollen. Und zwar haben wir einmal eine reinigende Maske von Balea genommen, die klärt die Haut mit weißer Tonerde und Zink. Und einmal die Totes Meer Maske beugt Unreinheiten vor mit Totes Meer Schlamm. Genau, und die beiden haben wir mitgenommen. Ich weiß nicht, so goldene Masken und Schokomasken gibt es ja auch und sowas alles. Aber ich finde mal, diese hier wirken einfach am besten so für meine Haut. Und eine andere Sache zur Reinigung sind diese Wattestäbchen. Und zwar Sicherheitswattestäbchen. Die sind für Kinder und so ein kleiner Fun Fact. Ich benutze eigentlich immer nur Sicherheitswattestäbchen. Einmal für meine Ohrenreinigung natürlich, aber ich finde die einfach auch viel besser, weil ganz oft, wenn ich mich im Gesicht irgendwo vertusche, ich finde halt einfach, dass diese normalen Wattestäbchen total hart und total klein sind. Klar, wenn man irgendwie einen Eyeliner korrigieren möchte, sind die super, aber ich finde die einfach total gut und ich benutze die total gerne und auch schon total lange und kaufe mir halt dann immer aus der Babyabteilung, das ist hier diese DM-Eigenmarke Babylove, kaufe mir immer diese Sicherheitswattestäbchen. Kommen wir nochmal zu zwei Nachkäufen. Und zwar ist das zum einen von Olas das Beauty Fluid. Und das benutze ich schon sehr lange für meine Haut. Das riecht sehr stark nach Rose und ich mag das super gerne. Flo mag es überhaupt nicht. Er sagte mal, ich rieche dann voll nach einer Oma. Aber ich mag das sehr gerne, um einfach so meine trockene Haut so ein bisschen vorzubeugen. Das ist nämlich auch für trockene Haut. Und zum anderen von Nivea Man, muss ich eigentlich gar nicht lange zeigen, Aftershave Balm, um einfach als Grundierung zu meinem Make-up, damit das Ganze besser hält, das ja vor der Foundation aufzutragen. So, dann kam ich bei der Duschgel-Abteilung nicht drum rum, mir da etwas mitzunehmen. Und ich habe da so ein bisschen durchgestöbert und ich muss echt sagen, also im Vergleich zu Rossmann finde ich einfach, hat DM viel coolere Geruchsrichtungen. Und da habe ich mir von Balea einmal dieses Duschgel mitgenommen und zwar Schokolove. Und das hat einen so krassen Schokoladenduft.
Oh, das ist so geil. Das riecht so krass nach Schokolade. Am liebsten würde ich euch das jetzt so riechen lassen. Aber es geht leider nicht. Und zum anderen habe ich mir ein Duschgel mitgenommen. Und zwar nennt sich das Glamorous Nights. Mit dem Duft von süßen Beeren. Und eigentlich habe ich es nur mitgenommen, weil die Verpackung so cool aussah. Und weil hier oben drauf steht, Shine Bright Like a Diamond. Deswegen habe ich es mir mitgenommen. Und das riecht aber auch sehr gut. Also sehr süß. Für alle Leute, die keine süßen Düfte mögen, ist das auf jeden Fall nichts, da es sehr süß ist. Aber ich mochte es total gerne und deswegen habe ich die beiden so als Vorrat schon mal wieder mitgenommen. So, kommen wir dann zu einer kleinen Eskalation. Und zwar hat DM ja jetzt neuerdings NYX mit im Sortiment. Und Rossmann hat nicht NYX. Das heißt, immer wenn ich etwas von NYX haben möchte, muss ich es mir im Internet bestellen, was teilweise ein bisschen blöd ist. Und als ich am NYX-Counter war, habe ich diese NYX Liquid Sweat heißen die, glaube ich, diese Lippenstifte gefunden, die halt super krass matt sind und super deckend. Und dann dachte ich mir so, okay, du nimmst auf jeden Fall die Farbe grau-schwarz mit. Und dann dachte ich mir, okay, aber dieses Dunkelrot ist auch voll schön für Weihnachten oder allgemein die Weihnachtszeit. Und dann dachte ich mir, aber das helle Rot ist auch geil. Und dann habe ich den Ton gesehen und dachte, okay, alles klar, ich brauche alle. Und ich muss sagen, die sind schon recht teuer. Ich glaube, die kosten 7 oder 8 Euro einer. Aber ich dachte, ich muss mir das irgendwie gönnen, weil ich mochte alle so gerne und ich bin so selten bei DM. Und wenn man das jetzt wieder auf die Wochen und Monate rechnet, die ich jetzt nicht bei DM sein werde, um mir da etwas zu kaufen, dachte ich mir so, okay, da sind sie eigentlich doch nicht so teuer. Und von daher habe ich sie dann einfach alle mitgenommen und bin jetzt mal richtig gespannt, welcher zu welchem Outfit ganz gut aussieht. Vor allem bei dieser Farbe hier, weil das echt so ein krasser lila Ton ist. Als nächstes eine Sache, wo ich mir so dachte, alles klar. Flo stand vor diesen kleinen Badeperlen und meinte so, oh, wir können die ja auch noch mitnehmen. Und ich denke so, hallo, ich muss das alles bezahlen. Also ich meine, die machen den Kohl jetzt nicht fett, aber trotz alledem. Und jetzt haben wir auf jeden Fall hier so kleine Badekugeln, die wir dann benutzen können. Und eine andere Sache, die Flo einfach in meinen Warenkorb gepackt hat, wo ich jetzt im Nachhinein aber froh drüber bin, ist dieses Cool Fresh Mundspray. Und zwar sprüht ihr euch das einfach so in den Mund. Ich kann das jetzt mal machen. Ja, boah, das ist super scharf. Aber es hält euren Mund halt richtig schön frisch und so für zwischendurch mal eben, wenn ihr unterwegs seid und braucht einen frischen Atem, dann könnt ihr das echt gut benutzen. Und wie gesagt, ich wollte es erst eigentlich gar nicht nehmen. Flo hat es einfach reingetan, aber jetzt bin ich doch schon sehr froh, weil, ja, an so langen Arbeitstagen, da ist es vielleicht doch schon mal ganz praktisch, wenn man dann einen frischen Atem hat. Als nächstes habe ich mir neue Beauty Blender mitgenommen und zwar einmal von Evelyn das ganz normale Foundation Eye und zwar diesmal in der Farbe Lila. Ich habe gesehen, dass Balea da mehrere Farben hat, ich glaube 3 und ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt nicht irgendwo in den Texten lesen können, dass die andere Funktionen haben oder so, aber ich wollte einfach mal ein anderes farbiges mitnehmen, weil ich jetzt nur pinke, ein schwarzes und ja, jetzt eben lilanes habe und das fand ich dann mal ganz süß. Und zum anderen habe ich diese kleinen hier Eier noch gefunden und die sind so für Concealer und so ganz gut. Und ich habe jetzt doch in letzter Zeit mit meinen Fingernägeln gemerkt, dass wenn ich meinen Concealer gerade hier auch noch hoch auftragen möchte, dass doch mit dem normalen großen Schwamm, wenn der auch vollgesogen ist mit Wasser, dann doch recht schwer ist. Und deswegen probiere ich jetzt mal diese kleinen aus und bin mal sehr gespannt, ob die gut funktionieren werden. Und zum anderen habe ich mir noch eine Sache geholt. Und zwar hat Evelyn, habe ich jetzt gesehen, neue Pinsel im Sortiment. Vielleicht sind die auch schon länger da. Wie gesagt, ich war jetzt locker ein halbes Jahr nicht mehr da. Oder 4 Monate. Aber Make-up Artist heißen die und das ist ein Contouring-Pinsel. Und ich fand den so cool, weil der ist genauso festgebunden wie der, den ich immer von Amazon benutze. Ich werde euch den von Amazon auch mal in die Infobox packen. Der ist natürlich um einiges günstiger. Aber ich finde es cool, dass der Drogeriemarkt jetzt auch noch Contouring-Pinsel anbietet, weil, Leute, ich liebe diese festgebundenen Pinsel. Ich kann damit super gut arbeiten und war jetzt halt, wie gesagt, total happy, dass es den jetzt auch bei DM gab. Und kommen wir zum allerletzten Produkt und da war ich voll enttäuscht von. Ich habe aus der veganen Abteilung diese Kokosnusschips gefunden. Und ich war erst so, hä, voll cool. Und die haben halt auch so smoky Geschmack, so Barbecue-mäßig. Und ich habe die, wie ihr seht, auch schon probiert. Und ich werde sie jetzt auch nochmal probieren. Ist natürlich jetzt richtig lecker, weil ich noch voll diesen von diesem cool-fresh-Ding Geschmack im Mund habe. Aber, Moment, die schmecken echt scheiße. Okay, ich wollte es euch nur kurz zeigen. Also man denkt erst so, lecker Kokosnusschips. Und dann kommt dieser smoky Geschmack durch. Man denkt sich so, bäh. Also die kann ich echt nicht empfehlen. Vielleicht einfach mal die normalen Kokosnusschips ausprobieren, aber die sind auf jeden Fall nicht so geil. Ja, und das war es jetzt mit meinem DM-Haul.
Ich hoffe, er hat euch gefallen und vielleicht sind einige Produkte dabei, die ihr auch noch nicht kanntet und ja, jetzt euch nachkaufen möchtet oder. Und ich fand auf jeden Fall meinen Einkauf diesmal sehr cool. Ich kann mit allem voll viel anfangen und es ist auf jeden Fall nichts Unnötiges dabei. Da bin ich sehr stolz auf mich, denn das schaffe ich auch ganz oft so, unnötige Sachen zu kaufen. Und jetzt kommt ihr hier auf jeden Fall zu Nikis Video. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da einschalten würdet. Und außerdem findet ihr hier mein letztes Video. Auch da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr einschalten würdet. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und bis dann. Tschüss.